Dafür geht es jetzt weiter mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Der hat die Nummer 24 in dieser Sitzungswoche. Es geht um Ehrenamt und Engagement. Wir haben heute Morgen schon ein, wie ich fand, ganz interessantes Interview dafür zugeführt mit Helge Lind aus der SPD-Fraktion und Volker Ulrich aus der Unionsfraktion. Es geht darum, wie auch in Zukunft ehrenamtliches Engagement gefördert und beibehalten werden kann. Grundlage für die Debatte jetzt hier im Parlament ist ein Bericht der Bundesregierung, der vorherigen Bundesregierung, muss man sagen. Ein Bericht, der von einer unabhängigen Kommission erstellt wurde, im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und danach mit einer Stellungnahme der Bundesregierung versehen. Jeder Bericht, es ist inzwischen der dritte übrigens, jeder Bericht beleuchtet besondere Schwerpunkte des bürgerschaftlichen Engagements. Im Fokus des dritten Berichts steht junges Engagement im digitalen Zeitalter und der erste Redner ist Sven Lehmann, parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium. Rund 29 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland jeden Tag ehrenamtlich. 29 Millionen Menschen, das ist eine beeindruckende Zahl. Und all diese Menschen sind Motor und sind Herz unserer Demokratie. Ihr Engagement ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Und jeder und jedem Einzelnen von diesen 29 Millionen Menschen möchte ich im Namen der Bundesregierung, aber sicher auch im Namen des gesamten Hauses, meinen aufrichtigen Dank aussprechen. All den Freiwilligen, die Hunderttausenden geflüchteten Menschen aus der Ukraine die Ankunft in Deutschland erleichtern. All den Engagierten, die in Sportvereinen, in der Freiwilligen Feuerwehr oder in Kirchengemeinden jeden Tag für andere da sind. All denen, die täglich Zusammenhalt leben, erst recht in diesen herausfordernden Zeiten. Der vorliegende dritte Engagementbericht ist einer von insgesamt 5 Berichten. Und das Thema dieses Berichtes ist hochaktuell. Junges Engagement im digitalen Zeitalter. 3 Ergebnisse sind dabei zentral. Erstens, die Digitalisierung eröffnet neue Wege, sich einzubringen und zu engagieren. Zweitens, digitale Plattformen werden dabei immer wichtiger. Und drittens, digitales Engagement schafft auch mehr Flexibilität. So nutzen etwa mehr als 40% der Jugendlichen auch oder sogar ausschließlich digitale Medien für ihr Engagement. Der Bericht zeigt uns also wichtige Trends auf und ergibt uns aber auch einen ganzen Strauß an Aufgaben mit. Wir sollen Menschen und Vereine beim Einstieg in das digitale Engagement besser unterstützen. Wir sollen helfen, nicht-digitales und digitales Engagement besser miteinander zu verbinden und wir sollen das Engagement von Jugendlichen stärker würdigen. Wir im Bundesfamilienministerium, was ja auch das Engagementministerium ist, wollen den 29 Millionen Engagierten den Rücken stärken. Zum Beispiel zusammen mit der Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Seit ihrer Gründung vor 2 Jahren hat die Stiftung bereits mehr als 7000 Vereine und Organisationen mit rund 70 Millionen Euro unterstützt. Außerdem arbeiten wir gerade an einer neuen Engagementstrategie, damit Engagement so einfach wie möglich gemacht wird. Und gerade in dieser Woche haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht. Die Bundesregierung hat das erste Demokratiefördergesetz auf den Weg gebracht. Mit diesem Gesetz schaffen wir mehr Planungssicherheit für diejenigen, die sich täglich für andere und für unsere Werte einsetzen. Ihre wichtige Arbeit stellen wir auf eine stabile und nachhaltige Grundlage, denn je mehr Menschen sich gesellschaftlich engagieren, desto stärker ist der Zusammenhalt in der Gesellschaft und desto stärker ist die Wehrhaftigkeit gegen die, die unsere Demokratie gefährden wollen. Engagement zu fördern ist also ein aktiver Beitrag, Demokratie und Zusammenhalt zu stärken. Deswegen danke ich den Expertinnen und Experten für diesen wertvollen Bericht und freue mich jetzt sehr auf die Debatte dazu. Vielen Dank. Das Wort erhält Ralf Edelhäuser für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der dritte Engagementbericht namens Zukunft Zivilgesellschaft, junges Engagement im digitalen Zeitalter ist für mich zuallererst mal ein Grund für freudigen Optimismus. Denn er zeigt, dass oftmals ja die Jugend irgendwie als orientierungslos oder schwer zu begeistern bezeichnet wird, dass sie durchaus engagiert sind und auch ihr Leben entsprechend meistern. Denn etwa 2/3
Etwa zwei Drittel der 14- bis 27-Jährigen geben an, dass sie sich gesellschaftlich einbringen. Und ich finde diese Zahl wirklich beeindruckend. Und deswegen glaube ich, im ganzen Saal hier werden Sie mir zustimmen, wenn wir einfach mal Danke sagen an diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und nicht erst seit der Corona-Zeit ist das ehrenamtliche Engagement, hat sich das irgendwo geändert und verändert. Und gerade auch bei den jungen Menschen. Es ist digitaler geworden. Und deswegen wirkt sich das natürlich auch auf das Ehrenamt aus. Es gibt neue Formate, es gibt neue Strukturen. Nun ist es aber so, dass diese aktive Mitgestaltung an der Gesellschaft und auch an den relevanten Themen, die sich in unserer Zeit ergeben, dass diesen jungen Menschen das ein großes Anliegen ist. Da müssen wir aber auch die Rahmenbedingungen schaffen, was die Anforderungen der Engagierten betrifft. Und nicht, dass sich die Engagierten an die Anforderungen irgendwie anpassen müssen. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Geschichte. Und deswegen glaube ich auch, dass die Anpassung der Wahrnehmung dieses Ehrenamtes eine ganz wichtige Geschichte ist. Denn in den letzten Jahren hatten wir eigentlich nur das physische Ehrenamt. Wir haben es gehört, in den Vereinen, in den Verbänden, in den Feuerwehren, in den Kirchen. Da hat sich alles abgespielt. Aber jetzt hat sich das verlagert in die digitale Welt. Für mich gehört aber ganz klar beides zusammen. Das reale Ehrenamt, aber auch das digitale Ehrenamt. Und das müssen wir auch entsprechend stärken. Die Jugend von heute, die will Verantwortung übernehmen. Das will sie aber nicht mehr in irgendwelchen festen Strukturen und starren Strukturen, wer mal so in einem Verein war, mit Satzungen, Satzungsänderungen, mit Notar und so weiter. Nee, diesen Formalismus will die jungen Leute nicht mehr. Die wollen Optionen haben, die wollen was ausprobieren. Und das wollen sie auch im Ehrenamt. Und das ist gut so. Und das finde ich richtig gut, weil das projektbezogen einfach immer wichtiger wird. Und sie wollen sich mit unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Sie wollen sich da auch einbringen und sie wollen aber auch nicht darauf verzichten. Und wir als Gesellschaft können auch nicht darauf verzichten, dass sich die jungen Leute einbringen. Und da müssen wir als Parlament auch darauf reagieren können. Was ist dazu zu sagen? Was ist es? Was muss gemacht werden? Die Definition zum Beispiel vom gemeinnützigen Zweck in der Abgabenordnung, das muss geändert werden, das muss angepasst werden auf die neuen Formate, die wir hier auch in der heutigen Zeit eben sehen. Wir brauchen mehr Kompetenzzentren, die bundesweit beraten und entsprechend vernetzen, um Synergien zu schaffen, aber auch um irgendwelche Hemmschwellen, die es noch vielleicht im digitalen Engagement gibt, auch herabzusetzen und einfach zu verringern. Und man sieht aber auch, dass bestehende Vereine und Verbände, die es in der heutigen Zeit ja schon seit vielen, vielen Jahren gibt, dass die sich auf diese Digitalisierung eingelassen haben. Ich nenne jetzt einfach mal den Bayerischen Landessportverband oder einfach Vereine, die gerade auch bei der Corona-Pandemie hier umgestellt haben. Die haben ja quasi einen Quantensprung gemacht, hin nur vom Sportverein hier. Die haben was online gemacht, die haben einen Quantensprung gemacht. Und das, glaube ich, ist ganz gut. Die haben das einfach auch schon in der Realität vollzogen. Und deswegen müssen wir alle zusammen diese Bedingungen für die Wahrnehmung vom digitalen Ehrenamt und Engagement auch stärken und schaffen, und zwar im ländlichen Raum wie auch in den Städten und Gemeinden. Dazu brauchen wir ein stabiles Datennetz, dazu brauchen wir aber auch einen ordentlichen Bildungsgrad, egal auf welcher Schule, dass wir uns bewegen. Das ist wichtig, dass wir die Leute darauf vorbereiten, dass die Kompetenzen schaffen und dass es dann auch für die jungen Leute in der Zukunft so weitergeht. Und die haben viele Einschränkungen in der Vergangenheit gehabt. Da war dann aber auch, dass das Jugendzentrum, die Jugendhäuser haben mir neue Wege gesucht, ihr auch Neues ausprobiert und das auch umgestellt und umgesetzt. Und das, glaube ich, ist eine ganz entscheidende Geschichte, dass es so geklappt hat. Und jetzt gilt es darum, dass die Digitalisierung auch im Ehrenamt breiteren Raum einnimmt. Das ist überfällig. Wir können stolz sein, dass die Jugend das schon gemacht hat, dass sie da dabei ist, dass sie sich einbringt. Und dafür müssen wir sorgen, dass wir diese jungen Leute nicht verlieren. Wir brauchen jeden. Das müssen wir ausbauen, egal ob digital oder auch im realen Leben. Vielen herzlichen Dank. Schöne Weihnachten. Als nächstes erhält Ariane Fescher das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Demokraten, liebe Engagierte. Mit Erlaubnis der Präsidentin zitiere ich Regine Hildebrand. Sag mir nicht, dass es nicht geht, sag mir, wie es geht. Das zivilgesellschaftliche Engagement in Deutschland verändert sich. Mit dem Fokus junges Engagement im digitalen Zeitalter hat sich der dritte Engagementbericht befasst. Er zeigt auf, dass Engagement im Umbruch ist. Es wird in Teilen spontaner, agiler und digitaler, auch in der Vereinsarbeit. Durch die Digitalisierung entstehen neue Formen des Engagements, basisdemokratische Bewegungen
ohne feste Struktur, aber mit großer politischer Kraft, jedoch ohne Rechtsform. Damit fallen sie aus unseren Förderkulissen weitgehend heraus. Unsere Förderinstrumente sind nämlich momentan auf eine analoge Welt ausgerichtet. Unsere Instrumente passen also, ich möchte sagen, noch nicht zum realen und künftigen Engagement, übrigens nicht nur von jungen Menschen. Jetzt ist also die Frage, wie es in Zukunft geht. Und wie ein Kollege neulich auf dem Podium desillusionierend, wie ich fand, einwarf, eher ändern Sie die 10 Gebote als die Bundeshaushaltsordnung. Wir stecken da wohl in einem Dilemma. Rund 29 Millionen Menschen, wir haben das schon gehört, engagieren sich ehrenamtlich. Davon sind rund 6 Millionen unter 30 Jahre alt. Ihr Engagement ist anders, jedenfalls teilweise. Wie kommen wir aber zu einem einfachen, handhabbaren Instrumentenkoffer der staatlichen Unterstützung, der den Bedarfen der Engagierten auch dient? Die Koalition steht im Startblock, um in diesem Sinne bis Ende 2024 die Engagementstrategie des Bundes neu aufzulegen. Darin fordert der Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement neben den Ministerien, dem Engagementnetzwerk BBE und der Bundesstiftung DSE eine gestaltende Rolle ein. Denn wir Parlamentarier sind in unseren Wahlkreisen an den realen Bedarfen vor Ort nahe dran. Die Ehrenamtlichen sagen uns, es ist zu bürokratisch, es ist zu kompliziert, viel Aufwand. Es geht um Fragen von Förderperioden, Versicherungen, Haftungen, Gemeinnützigkeit oder Fahrtkosten. Für Vereine finden sich weniger Vorstände. Menschen wollen sich kurzfristiger in Projekten oder spontan in der Katastrophenhilfe engagieren. Und Engagement ist immer noch privilegiert, weil sich zum Beispiel ärmere Familien den Freiwilligendienst des Kindes, den Laptop oder auch die Fahrt zur Jugendkonferenz schlicht nicht leisten können. Wir wollen deshalb, dass nicht nur Verbände, sondern Engagierte und vor allem noch nicht Engagierte die Strategie aktiv mitgestalten können. In dezentralen Veranstaltungsformaten und auf der bereits freigeschalteten Online-Plattform, an der alle mitmachen können. Die Zivilgesellschaft ist eine tragende Säule der Demokratie und wird immer stärker eine Zukunftsfrage für die Stabilität von Staat und Gesellschaft sein. Dort wird Demokratie positiv erlebt, als Gegengewicht zu Ohnmacht, Hass und, wie wir kürzlich erst erlebt haben, Umsturzfantasien. Digital aktive junge Menschen fühlen sich politisch und gesellschaftlich wirksamer. Gerade im ländlichen Raum wird auch das digitale Engagement als Alternative vielleicht fehlende reale Beteiligungsmöglichkeiten erlebt. So wie wir die wehrhafte Demokratie mit dem Demokratiefördergesetz absichern, müssen wir auch das zivilgesellschaftliche Engagement in Zukunft mit einem Engagementfördergesetz flankieren. Wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, können eine lebendige Partnerschaft zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft mit direkten, zukunftsweisend flexiblen und unbürokratischen Instrumenten ermöglichen. Die Bundesengagementstrategie wird zeigen, wie es geht. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Nächste Rednerin ist für die AfD-Fraktion Gerrit Huy. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der dritte Engagementbericht handelt von engagierten Jugendlichen und dem Internet. Und Überraschung, die Jugend nutzt gerne das Internet. Und sie nutzt es heute gelegentlich auch für Engagement, ein neues Wort, das das frühere Ehrenamt einschließt und das ist erweitert um spontanes und weitgehend unorganisiertes Engagement. Prototyp dafür sind die Fridays for Future-Hüpfer, die sich bei der Ampel großer Beliebtheit erfreuen. Dabei wird unterstellt, dass diese und ähnliche Gruppen für einen guten Zweck eintreten. Im Bericht wird dafür das politisch korrekte Wort ziviles Engagement genutzt. Und falls Sie es noch nicht wussten, es gibt auch unziviles Engagement. Der Prototyp dafür wiederum ist die Querdenker-Szene. Man spricht auch von dunklem Engagement. Anders als die Hüpfer gehören die Querdenker folglich auch nicht zur Zivilgesellschaft, sondern zur unzivilen Gesellschaft.
Diese Worte sind sicherlich sehr bewusst gewählt, denn die Linken argumentieren seit Jahrzehnten, dass es unsere Sprache ist, die unser Denken bestimmt. Und was mit Un anfängt, ist eigentlich immer schlecht. Aus unserer Sicht müssten wir dann formulieren, was die Ampel macht, ist Unpolitik. Zumindest ist sie unzivil, denn sie schadet ja mehrheitlich unseren Bürgern. Aber ganz offenbar zählt aus Ampelsicht längst nicht mehr jeder Bürger zur Zivilgesellschaft. Das mutet wirklich schon Orwell an. So, also, die Jugend nutzt gerne das Internet für ihr gesellschaftliches Engagement. Sie zeichnet auch schnell mal einen Shitstorm, der dann schnell auch unzivil werden kann. Es soll natürlich nur das zivile jugendliche Engagement unterstützt und gefördert werden. Dafür steht bereits eine Stiftung bereit, die jährlich 30 Millionen Euro vergeben kann. Meine Damen und Herren, wir alle wissen, dass die Tugend der Politik nicht der Anstand ist, sondern die Angepasstheit. Wollen wir die jetzt wirklich auch ins Ehrenamt tragen? Es liegt nur ein verdammt schmaler Grat dazwischen, Ehrenamtliche uneigennützig in ihrem Tun zu unterstützen oder sie samt Ehrenamt zu kapern und für Staatszwecke zu missbrauchen, indem man sie anfüttert und auf diese Weise allmählich abhängig macht vom Staat. Und dann vielleicht die Anforderungen für die Unterstützung hochschraubt. Vielleicht müssen unsere jungen Engagierten dann erstmal unser neues Glaubensbekenntnis ablegen. Ich glaube an den menschengemachten Klimawandel. Oder ich gelobe mit all meiner Kraft, künftig gegen rechts zu kämpfen. Können Sie sich nicht vorstellen? Dann haben Sie sich noch nicht mit dem neuen Demokratiefördergesetz beschäftigt. Mit diesem Instrument soll zukünftig sogar nachhaltig, also dauerhaft belohnt werden, was gegen rechts ist. Die in Ampelkreisen geschätzte Aktivistin Annetta Kahane schreibt bei der Bundeszentrale für politische Bildung, ich zitiere, einer der Gründe für das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte und ihrer verheerenden Folgen, der Siegeszug des Nationalsozialismus und damit für Krieg und Holocaust, war ohne Zweifel die Schwäche der Zivilgesellschaft, der deutschen Zivilgesellschaft. Das Zivile unterlag, die Gesellschaft mitsamt ihren Eliten wandte sich dem Nationalsozialismus zu und wurde zum Teil seines Systems. Zitat Ende. Wurde zum Teil des staatlichen Systems, meine Damen und Herren. Das war nicht nur damals verheerend, das ist immer gefährlich. Deswegen brauchen wir auch keine angepasste Zivilgesellschaft, sondern genau das Gegenteil, eine wehrhafte Zivilgesellschaft, die sich nicht staatlich vereinnahmen lässt. Eine Gesellschaft, die die Bürger nicht einmal mehr spaltet in zivil und unzivil. Eine wirklich inklusive Bürgergesellschaft also. Danke. Für die FDP-Fraktion erhält das Wort Martin Gassner-Herz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, schade, dass wir so eine Rede zu diesem tollen Thema gerade eben hören mussten. Für uns Freie Demokraten sind die Teilhabe an der Gesellschaft, deren Mitgestaltung und ihr Zusammenhalt Ausdruck stolzer Bürgerlichkeit. Sie gehören zu einer selbstbestimmten und freien Zivilgesellschaft und sind entscheidend für unsere Lebensqualität. Das Engagement ist so vielfältig wie die Themen, die unsere Gesellschaft prägen. Von Sport, Soziales und Kultur bis hin zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit in der Blaulichtfamilie und vieles, vieles mehr. Mit Blick auf die Zukunft der Zivilgesellschaft sind Mitwirkung und Einbindung gerade junger Menschen besonders wichtig. Dazu gehört insbesondere, wie dies auch aus dem Bericht hervorgeht, das Potenzial von digitalen Lösungen zur Stärkung des Ehrenamts auszuschöpfen. Dieses Potenzial wurde durch die vorherigen Bundesregierungen fast kaum unterstützt. Ein Beispiel hierfür ist das Fehlen einer Anwendungssoftware für die erleichterte Steuerabführung für zivilgesellschaftliche Organisationen. Genau da wollen wir anpacken und für Lösungen sorgen. Die Bundesregierung hat eine Digitalstrategie entwickelt. Teil dieser Strategie ist die vernetzte Gesellschaft. So soll unter anderem bis 2025 in Deutschland die Zivilgesellschaft durch die Civic Coding Initiative gestärkt und neue KI-Projekte angeschoben werden. Außerdem sollen Beratungs- und Informationszentren für KI wie das ZVKI ausgebaut und neue geschaffen werden. Darüber hinaus planen wir durch das Bundesprogramm Demokratie leben, jene Initiativen und Akteure zu stärken, die digitale Kompetenzen und ein Engagement gegen Hass im Netz fördern.
aber auch mit der nationalen Engagementstrategie, die heute schon öfters angesprochen wurde, die aktuell von uns gemeinsam mit der Zivilgesellschaft erarbeitet wird, soll das Ehrenamt von seinen Fesseln gelöst werden. Eine gute Nachricht ist, auch das haben wir heute schon mehrfach gehört, dass es sich aus dem Bericht ableiten lässt, dass junges Engagement hoch ist und da ist und viel mitwirkt. Insbesondere junge Menschen erfinden zahlreiche neue digitale Formate, wodurch ein neues Engagementfeld entsteht. Allerdings profitieren Engagierte von diesen Vorteilen nur dann, wenn sie auch die Möglichkeit haben, es tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Besonders Bewohnerinnen und Bewohner von ländlichen Regionen werden immer noch von den Vorteilen des digitalen Wandels wegen schleppenden Netzausbaus in Deutschland ausgeschlossen. Genau deshalb legen wir beispielsweise auf die Breitbandfinanzierung noch was obendrauf. Wir werden so 2023 beinahe das Dreifache ausreichen im Vergleich zu dem, was 2021 noch gelungen ist. Meine Damen und Herren, Ehrenamt bedeutet, dass Menschen aus freien Stücken und Liebe zum Nächsten füreinander da sind und gemeinsam Berge versetzen. Ich finde, ein weihnachtlicheres Thema kann es eigentlich nicht geben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen besinnliche Festtage und einen erholsamen Jahresausklang im Kreise Ihrer Liebsten. Vielen Dank. Auch Martin Gassner-Herz vergisst nicht, hier den Abgeordneten und ihren Familien frohe Weihnachtstage zu wünschen und einen guten Rutsch. Aber soweit sind die Abgeordneten noch gar nicht. Es stehen noch einige Tagesordnungspunkte an, bis heute Mittag circa 15 Uhr, auch wenn es heute relativ geschmeidig vorangeht. Also gar keine Verzögerungen bislang im Ablauf. Hören wir aber erstmal Gökay Akbulut zu aus der Linksfraktion. Der bereits am 21. Januar 2020 offiziell dem Familienministerium vorgelegt wurde. Erst 3 Jahre später findet die Debatte im Bundestag dazu statt. Das verdeutlicht die mangelnde Wertschätzung der Bundesregierungen gegenüber den rund 29 Millionen ehrenamtlich engagierten Menschen in unserer Gesellschaft. Den Menschen, die sich tagtäglich neben Beruf, Familie und anderen Verpflichtungen in vielen Bereichen ehrenamtlich engagieren, gilt mein großer Dank. Vielen Dank auch an die Sachverständigenkommission, die diesen Bericht verfasst hat. Ohne das bürgerschaftliche Engagement würde so einiges in Deutschland nicht mehr laufen, beispielsweise die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe. Ohne sie hätte der Staat bei der Aufnahme von ukrainischen Kriegsflüchtlingen voll versagt. Defizite in der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben sollten aber nicht dauerhaft durch das Ehrenamt und Freiwilligendienste kompensiert werden. Im dritten Engagementbericht geht es um die Zukunft der Zivilgesellschaft, nämlich junges Engagement im digitalen Zeitalter. Über 43% der befragten jungen Engagierten beschreiben sich als digital Engagierte. Dadurch verändern sich die Rahmenbedingungen des Ehrenamts. Besonders das Thema soziale Ungerechtigkeit im digitalen Engagement von Jugendlichen sollte uns allen zu denken geben. Laut dem Bericht sind 47% der Hauptschülerinnen deutlich seltener gesellschaftlich engagiert als Gymnasiastinnen mit 73%. Außerdem mangelt es deutlich mehr Hauptschülerinnen an Medienkompetenz als Gymnasiasten. Im Bericht wird belegt, dass die Digitalisierung die bestehenden Formen der sozialen Ungerechtigkeit nicht durchbrechen kann. Deshalb appelliere ich an die Bundesregierung, die Engagementstrategie muss gezielt für benachteiligte Jugendliche angepasst werden. Vor allem muss die Medienkompetenz der Jugendlichen gestärkt werden. Hierfür sind dringende Investitionen in die digitale Infrastruktur der Schulen und der Jugendeinrichtungen notwendig und nicht zuletzt die Kürzungen, die wir auch hier im Familienministerium mitverfolgt haben. Engagement von Jugendlichen bedeutet Mitbestimmung und trägt zu demokratischer Bildung bei. Die Digitalisierung muss hier als eine Chance begriffen werden, um die demokratische Teilhabe für alle Jugendlichen zu ermöglichen. Vielen Dank. Gökay Akbulut aus der Linksfraktion spricht unter anderem die Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine an, die viel von Freiwilligen und Ehrenamtlern geleistet wurde. Auch die Tafeln muss man in diesem Zusammenhang noch mal erwähnen, wo es eine sehr stark gestiegene Nachfrage gegeben hat in den vergangenen Monaten und entsprechenden Personalbedarf. Emilia Fester für Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr großen Veränderungen des Ehrenamts während der Corona-Pandemie und auch von neuen Formen von Engagement, zum Beispiel in der
Klimagerechtigkeitsbewegung. Was er aber noch nicht verrät und auch nicht verraten kann, ist, inwiefern sich Engagement seit dem Kriegsbeginn erneut verändert hat. Denn Engagement entwickelt sich stetig fort. Wenn die Welt sich verändert, dann verändert sich auch das Engagement. Und das gilt aber auch umgekehrt. Wenn das Engagement sich verändert, dann verändert sich die Welt. Und das wohl aktuellste und gewaltigste Beispiel dafür ist die Revolution der mutigen Frauen und Männer in Iran. Natürlich können wir uns nicht mit ihnen vergleichen. Und doch steckt im Kern genau das drin, was alles Engagement gemeinsam hat. Engagement, das ist das, wofür unser Herz abseits des Lohnjobs oder der Familie schlägt. Es ist das Einsetzen für etwas, was uns in dieser Gesellschaft etwas bedeutet. Ob es der eigene Sportverein ist, in dem wir zusammenkommen, die Freiwillige Feuerwehr oder das Seenotrettungsschiff, um unseren Mitmenschen zu helfen, der demokratische Protestzug für das eigene Recht auf Zukunft, ob auf der Kinderkrankenstation, im Altersheim, in Sprachkursen, in der Schülervertretung, bei der Tafel, in Museen, im Netz. Die Orte für Engagement sind zahllos, vielfältig und so unterschiedlich. Und doch haben Engagierte eben alle eins gemein. Sie stützen unser Zusammenleben, wollen im Kleinen wie Großen etwas Gutes beitragen. Und auch an dieser Stelle von mir noch einmal herzlichen Dank dafür. Das Schöne ist, dass Engagement nicht nur der Gesellschaft etwas gibt, sondern auch denen, die es ausführen. Sich einzusetzen und stark zu machen, ist gerade für die vielen jungen Menschen, die sich engagieren, ein riesiger Teil ihres Wachstumsprozesses. Es sensibilisiert für gesellschaftliche Herausforderungen, stärkt die Selbstverantwortung, zeigt ihnen, dass sie wirksam sein und etwas verändern können. Maßgeblich dafür ist aber ihre intrinsische Motivation. Und deswegen ist es mir wichtig, das hier jetzt auch noch einmal zu betonen. Ein soziales Pflichtjahr wird junge Menschen nicht langfristig zu engagierten DemokratInnen machen. Es wird unsere Gesellschaft nicht in ihrem Zusammenhalt stärken. Und auch den Fachkräftemangel, der nach 16 Jahren Misswirtschaft entstanden ist, kann ein Deutschlandjahr, liebe Union, nicht kitten. Verpflichtete und unausgebildete junge Menschen sind nämlich keine Fachkräfte. Das Ganze ist übrigens auch noch irre teuer und dazu wahrscheinlich verfassungswidrig. Was Sie hier versuchen, ist mal wieder nichts anderes, als über den Kopf junger Menschen hinweg zu entscheiden. Und das nennt man, und da habe ich noch mal ein neues Hasswort für Ihr Woke-Vokabelheft, Adultismus. Wir als Ampel gehen das zum Glück ein bisschen anders an. Gegen den Fachkräftemangel gehen wir in die Offensive. Junge Menschen unterstützen wir mit der Weiterentwicklung vom Freiwilligendienst und anderen Beteiligungsformen. Für den Bereich in der Engagementpolitik erarbeiten wir Hand in Hand mit der Zivilgesellschaft, Verbänden, Wissenschaft und Wirtschaft die neue Engagementstrategie des Bundes. Wir wollen neue Formen von Engagement absichern, klare Kante gegen Demokratiefeinde zeigen und für Krisenfestigkeit sorgen. Denn wir finden, wir tun als Staat sehr gut daran, die Engagierten in ihrer Freiwilligkeit zu unterstützen. Dankeschön. Emilia Fester war das aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, bis vor kurzem die jüngste Abgeordnete hier im Deutschen Bundestag. Seit dieser Woche ist sie das nicht mehr, denn Emilie Fons ist nachgerückt für Heiko Maas, den früheren Bundesaußenminister, der sein Mandat zurückgegeben hat. Und die ist jetzt mit 21 Jahren die jüngste hier im Parlament. Das hier ist Petra Nikolaisen, die hat heute schon mal gesprochen und kommt aus der Unionsfraktion. Um auf einen Aspekt einzugehen, der mir sehr am Herzen liegt, und zwar ist das das Engagement in strukturschwachen und im ländlichen Raum sowie in kleineren Gemeinden. Denn laut dem dritten Engagementbericht profitieren junge Leute in kleineren Gemeinden besonders natürlich von digitalen Engagementangeboten. Digitales Engagement ist nämlich unabhängig von langen Anfahrtswegen, von engen Zeitfenstern, von engen Themen- und Organisationsvorhaben und einem meist kleineren lokalen Angebot an Möglichkeiten, um sich überhaupt zu engagieren. Auch deshalb nimmt die Bedeutung digitaler Angebote zu. Davon profitiert wiederum auch das Engagement. Und das ist auch eine Erkenntnis des Berichts. Digitales Engagement ersetzt nicht klassische Organisationsformen. Im Gegenteil, digitales und nicht digitales Engagement ergänzen sich. Denn wo es vielfältige regionale Angebote gibt, werden diese auch von digital Engagierten genutzt. Das Engagement profitiert auch, weil Digitalisierung selbst zum Thema wird, wenn beispielsweise Jugendliche digitale Lösungen für Impftermine zum Beispiel entwickeln.
um Digitalisierung mit Blick auf kleinere Organisationen zu stärken, braucht es aber nicht nur Geld für Ausstattung und Software im IT-Bereich. Es braucht zunehmend Wissen, Zeit, Praxiserfahrung, zum Beispiel Umgang mit Plattformen und Datenschutz. Und die kleinen Strukturen haben es häufig am schwierigsten, sich Gehör zu verschaffen. Hier müssen wir ansetzen und die Rahmenbedingungen weiter verbessern. Der dritte Engagementbericht hat dazu Vorschläge unterbreitet. Viele sind in die Arbeit der Deutschen Stiftung für Ehrenamt und Engagement schon eingeflossen. Als zentrale Anlaufstelle für Ehrenamt und Engagement leistet die Stiftung seit ihrer Gründung 2020 jedoch viel mehr. Mit Informationen, Beratungs- und Förderangeboten und eigenen Förderprogrammen, die sich verstärkt auch an Organisationen in ländlichen Räumen richten. Und da kann ich nur alle auffordern, nutzen Sie diese Stiftung und holen Sie sie auch in Ihren Wahlkreis. Mit der Deutschen Stiftung für Ehrenamt und Engagement hat die vergangene Bundesregierung einen entscheidenden Schlüssel für eine gezielte und strukturelle Ehrenamtsförderung geschaffen. An diesem Instrument müssen wir festhalten. Die Stiftung muss dauerhaft institutionell wie auch finanziell gestärkt werden, um noch mehr in der Breite wirken zu können. Ich bin mir sicher, das wird auch ein vierter Engagementbericht erkennen. Abschließend möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben, als gemeinschaftliche Aufgabe muss die Bundesregierung bei ihren kommenden engagementpolitischen Vorhaben, der Engagementstrategie und dem Demokratiefördergesetz den ländlichen Raum noch viel stärker in den Blick nehmen als bisher. Denn seine Bedeutung für Engagement, Ehrenamt und Zivilgesellschaft wird weiter wachsen. Herzlichen Dank und eine schöne Weihnachtszeit. Nächster Redner ist für die SPD-Fraktion Erik von Malotki. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Entschuldigung. Wir erleben in den letzten Jahren, dass unsere Gesellschaft weiter auseinanderdriftet. Der Austausch, die Verständigung zwischen Jung und Alt, zwischen Stadt und Land, zwischen Arm und Reich wird weniger. Wir stellen uns deshalb zu Recht die Frage, welchen Kitt wir für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft brauchen. Meine Hoffnung liegt auf dem Engagement von jungen Menschen und einer Stärkung der Zivilgesellschaft. Der vorliegende dritte Engagementbericht zeigt hierfür enorme Chancen auf. Denn junge Menschen wollen sich engagieren und tun dies immer mehr digital und nonformal. Sie mischen sich ein und werden für unsere Demokratie gewonnen. Gleichzeitig liegt im immer stärker werdenden digitalen Engagement ein Risiko, weil dies noch stärker vom Bildungshintergrund der Eltern abhängig ist. Wir dürfen diese steigende Bildungsungleichheit der Engagierenden nicht ignorieren, sondern wir müssen reagieren. Der Engagementbericht gibt hierfür gute Vorschläge, wie zum Beispiel das bessere Erlernen von digitalem Engagement in den Schulen. Aus meiner Sicht kann dies aber für die Größe des Problems nicht ausreichen. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin den Bundespräsidenten. Man bleibt gerne und oft unter sich. Man umgibt sich mit Menschen, die einen ähnlichen Lebensstil pflegen, ähnliche politische und religiöse Überzeugungen haben, die gleichen Kulturveranstaltungen besuchen, die gleichen Medien nutzen. Eine sehr richtige Analyse. Aber was ist die richtige Antwort auf diese Entwicklung? Aus meiner Sicht kann die Antwort nur lauten, Freiwilligendienste ausbauen und massiv stärken. So haben wir es im Koalitionsvertrag festgehalten. Wir müssen ein freiwilliges Jahr schaffen, das so attraktiv ist, dass jeder und jede es machen will. Was brauchen wir konkret für einen solchen Freiwilligendienst? Erstens mehr finanzielle Sicherheit. Aktuell besteht die Aufwandsentschädigung in einem freiwilligen sozialen Jahr teilweise bei 330 Euro im Monat. Zum Vergleich, bei einem freiwilligen Wehrdienst sind es 1.500 Euro. Zweitens, wir brauchen mehr Plätze. Im freiwilligen ökologischen Jahr, im letzten Jahr, gab es auf 3.258 Plätze fast 13.000 Bewerbungen. Wir brauchen einen Ausbau der Platzkapazität. Drittens, wir brauchen mehr Anerkennung. Es muss für Freiwilligendienstleistende Vorteile für eine spätere Ausbildung und ein Studium geben.
Viertens, wir brauchen mehr Tätigkeitsbereiche. Wir brauchen ein freiwilliges digitales Jahr und wir brauchen ein freiwilliges Jahr im Handwerk. Fünftens, Fünftens und abschließend, wir brauchen mehr Verbindlichkeit. Es braucht einen Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst. Ich bin überzeugt, wenn wir einen solchen Freiwilligendienst schaffen, dann werden wir die so dringend notwendigen Begegnungen zwischen Menschen verschiedener Milieus ermöglichen und werden gleichzeitig Interesse an einem lebenslangen Engagement wecken. Packen wir es an. Erik von Malotki war das für die SPD-Fraktion. Und ich denke, man kann sagen, die meisten seiner Feststellungen sind erstens richtig und zweitens auch nicht neu. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum in diesem Bereich nicht schon längst sehr viel mehr geschehen ist. Es gibt ja sehr viele Kräfte hier im Bundestag, die schon mal in Amt und Würden oder in einer Bundesregierung waren. Jetzt am Pult Nico Tippelt für die FDP-Fraktion. Das gilt erst recht für die jungen Menschen, die ohne Engagement, denn ohne Engagement gibt es keinen Zusammenhalt. Das war immer so und das wird auch immer so bleiben. Jedoch, wie wir uns einbringen, unterliegt einem Wandel. Der Bericht über das junge Engagement im digitalen Zeitalter hat für uns zwei positive Botschaften. Zum einen gibt es erfreulicherweise eine Zunahme des Engagements insgesamt. Zum anderen hat vor allem das informelle Engagement zugenommen. Diese Erkenntnis ist für die Politik folgenreich, denn bei Engagement denken wir meistens an Vereine. Jedoch Digitalisierung verändert die Zusammenarbeit als auch die Ansprüche der Engagierten. Die Menschen arbeiten inzwischen häufiger ortsunabhängig, eher projekt- und themenzentriert zusammen. Feststellen lässt sich bei den Jungen eine Vorliebe für flache Hierarchien, kurze Kommunikations- und Entscheidungswege und der Wunsch, politisch wirksam zu sein. Gleichzeitig werden formelle Mitgliedschaften und Ämter eher gemieden. Immer häufiger engagieren sich Nichtmitglieder. Die Niedrigschwelligkeit für Engagement ist folglich sehr viel wichtiger geworden. Aufhorchen lassen muss uns Parlamentarier. Junge Menschen schließen immer häufiger die Mitgliedschaft in einer politischen Partei aus. Gerade wenn der Trend zum informellen Engagement geht, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir engagierten Bürgern Teilhabe ermöglichen. Hier spielt das Digitale eine immer größere Rolle. Die Digitalisierung sollte einerseits für mehr Menschen verständlicher sein, denn wir dürfen nicht vergessen, dass Engagement in der Freizeit stattfindet und die Digitalisierung eben kein Selbstzweck ist. Zweitens, die digitale Plattformen werden wichtiger, weil sie gute Rahmenbedingungen schaffen können und vieles einfacher machen. Und drittens, der Bürokratieabbau ist gerade auch für das Ehrenamt wichtig, getreu dem Motto einfach machen. Ich freue mich auf zukünftige Debatten, wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Danke. Nico Tippelt für die FDP-Fraktion. Der Bundestag diskutiert über den Engagementbericht der Bundesregierung. Es ist der inzwischen dritte und es ist die vorige Bundesregierung gewesen, die ihn noch in Auftrag gegeben hat. Auch diese Ampelregierung wird einen in Auftrag geben müssen. So hat es der Bundestag vor einigen Jahren beschlossen. Pro Legislaturperiode ein Engagementbericht. Jetzt Nadine Heselhaus aus der SPD-Fraktion. Ehrenamtliche Engagement für unsere Gesellschaft ist und es liegt an uns, genau das zu unterstützen, den Menschen dabei die Arbeit zu erleichtern und für die passenden Rahmenbedingungen zu sorgen. In der Vergangenheit war es mit der CDU-CSU leider nicht möglich, das Gemeinnützigkeitsrecht ernsthaft zu modernisieren und zeitgemäß zu gestalten. Deshalb werden wir das jetzt in der Ampelkoalition in Angriff nehmen, denn wir wollen an der Stelle etwas bewegen. Denn auch hier geht es um die Wertschätzung dieser Arbeit und dazu braucht es wirkliche Veränderungen, die zeitnah umgesetzt werden. Die Gemeinnützigkeit, die sorgt bei den Organisationen dafür, dass sie Steuervorteile erhalten. Was genau gemeinnützig ist, das ist im Zweckkatalog der Abgabenordnung festgehalten. Dieser Katalog, der ist historisch gewachsen und wir müssen ihn dringend an die heutige Zeit anpassen. Nicht nur das, es geht auch um die Frage der rechtlichen Unsicherheit für Organisationen. Denn inwieweit darf denn eigentlich eine gemeinnützige Organisation politisch tätig werden? Und wie sehr? Wo hört das eigentlich auf? Darf sie zu einer Demo aufrufen? Darf sie sich politisch in den sozialen Medien äußern? Oder droht sie dann Gefahr, die Gemeinnützigkeit zu verlieren?
Meine Damen und Herren, wir müssen klarstellen, dass ein Sportverein zu einer Demo gegen Rechts- und Fremdenfeindlichkeit aufrufen darf, ohne dass die Gemeinnützigkeit dadurch verloren geht. Wir werden dort für klare Regeln sorgen und auch dafür, dass sie einheitlich umgesetzt werden können. Denn die Menschen sollen sich auf ihr Engagement konzentrieren können. Das ist ganz wichtig. Wir wollen Ihnen an dieser Stelle das Leben leichter machen. Herzlichen Dank. Ihnen eine gute Zeit. Wir sehen uns im neuen Jahr. Nadine Heselaus war das aus der SPD-Fraktion. Die Redezeiten sind jetzt etwas kürzer am Ende dieser Debatte. Und das war auch schon die drittletzte Rednerin in dieser Aussprache zum Engagementbericht der Bundesregierung. Hier kommt Anne Jansen aus der Unionsfraktion. Ich möchte mich heute an dieser Stelle einmal bei allen ehrenamtlich Engagierten und besonders beim THW in meinem Wahlkreis bedanken. Denn in der vergangenen Woche durfte ich mal wieder bei einem Übungsabend dabei sein und miterleben, wie die vielen Ehrenamtlichen dort ihren Dienst tun. Sie bilden sich aus, sie lassen ausbilden, um für den Einsatz fit gemacht zu werden. 100 Stunden Grundausbildung, die ihren Abschluss in einer theoretischen und in einer praktischen Prüfung finden, gilt es in der Freizeit abzuleisten. Und am Ende geht es um Menschenleben und da muss jeder Handgriff sitzen. Bei den Gesprächen, die ich immer wieder führe, wird eins besonders deutlich: das Herzblut, mit dem sich die Menschen einbringen. Sie brennen für ihre Sache. Und wir können es nicht oft genug sagen: ehrenamtliches Engagement ist unbezahlbar und unverzichtbar, gerade für uns in den ländlichen Gebieten. Die Art, wie sich Menschen engagieren, hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Und so sagt uns der Bericht, dass sich 2/3 der befragten Jugendlichen ehrenamtlich einbringen, aber nicht mehr unbedingt in einem Sportverein, sondern vermehrt in Form von Projekten. Und zur Vernetzung und dem Austausch nutzen sie dabei oft die digitalen Medien. Grundlegend für diese neue Form der Beteiligung ist jedoch eine ausreichende Medienkompetenz. Und hier schließe ich mich der berechtigten Frage der Kommission nach der Rolle der Schulen an. Die Vermittlung von Medienkompetenz ist vor dem Hintergrund problematischer Kommunikations- und Informationskulturen im Internet unbedingt zu stärken. Denn wem Grundlagen fehlen, dem bleibt Entwicklungschancen verwehrt. Laut Bericht engagiert sich die Mehrheit der Jugendlichen aber nach wie vor im Bereich Bewegung und Sport. Und nach 2 Pandemiejahren sind die Strukturen im Vereinssport massiv ausgedünnt. Das belegt auch die aktuelle Bestandsaufnahme des Gesundheitsministeriums. Das Zukunftspaket für unsere Kinder und Jugendlichen soll dem Bewegungsmangel entgegenwirken. Aber wo, wenn Turnhallen und Schwimmbäder wegen des Sanierungsbedarfs schließen müssen? Die Einstellung des Investitionspakts Sportstätten stützt das Vorhaben jedenfalls nicht, denn Sportstätten sind Grundvoraussetzung für Bewegung. Liebe Regierungsfraktion, Engagement ist wichtig und darum werden wir Ihres in diesem Bereich auch gut im Blick behalten. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und wir sehen uns im nächsten Jahr an dieser Stelle wieder. Anne Jansen war das aus der Unionsfraktion, der letzte Redner in der Debatte zum Engagementbericht der Bundesregierung, der diesmal das Thema Digitalisierung im Mittelpunkt hatte, wird Helge Lind sein aus der SPD-Fraktion, Sprecher der Arbeitsgruppe Demokratie in seiner Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Engagement und Ehrenamt sind Stammzellen von Respekt und Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft. Und ich meine das ganz buchstäblich. Wir haben es erlebt bei den Fluchtbewegungen aus Syrien, aus der Ukraine. Wir sehen es daran, dass ohne Engagement die Aufmerksamkeit für den Klimawandel keine vergleichbare, große, wirklich wache Aufmerksamkeit wäre. Wir erleben es in dem Einsatz gegen Rassismus durch Bürgerrechtsinitiativen, oft sehr junge, digital organisierte. Oder wir erleben es bei BürgerInnenvereinen, die in Stadtteilen Heimat schenken, gerade für einsame Menschen. Das ist auch der Kern übrigens des Demokratiefördergesetzes, dass wir diejenigen verstetigt und auch längerfristig unterstützen, die oft eingefeindet, oft alleingelassen, gerade für Respekt von Menschen, die bedroht sind von Verfolgung, bedroht sind von den Feinden der Demokratie, unter die Arme greifen. Das ist der Kern dieses Demokratiefördergesetzes. Respekt und Anerkennung bedeutet aber auch, wahrzunehmen, dass Ehrenamt häufig nicht inklusiv ist und, wie der Engagementbericht auch zeigt, auch eine
Unausgewogenheit hat in Bezug auf Diversität, in Bezug auf Inklusion auf Menschen mit Behinderung. Und auch da ist der politische Auftrag, die Bedingungen zu verbessern, damit Engagement wirklich inklusiv sein kann. Abschließend aber bedeutet, denke ich, Respekt und Aufmerksamkeit auch eine oft unerzählte Geschichte hier zu erzählen. In diesem Parlament sprechen wir oft von Menschen mit Migrationshintergrund, mit Nichtstaatsangehörigkeit als Objekten unserer Debatte über ihre Integrationsfähigkeit, ihre Einbürgerung, über ihre Abschiebung und Sonstiges. Wir vergessen aber dabei, dass seit Jahrzehnten Migrantinnen-Selbstorganisationen und jetzt auch jüngere Initiativen oft außerhalb von Vereinen sich tagtäglich für Respekt und Aufmerksamkeit, für Anerkennung in dieser Gesellschaft einsetzen. Und diese Leistung dieser vielen Vereine und Initiativen, auf die wir viel zu wenig gucken, die verdient besonders unseren Respekt und unsere Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Helge Lind war der letzte Redner in der Debatte zum Engagementbericht der Bundesregierung. Möge an der einen oder anderen Stelle etwas nachhallen oder auch entsprechend entschieden werden, um die rund 29 Millionen Freiwilligen, die es in Deutschland gibt, besser zu unterstützen bei ihrem Tun. Auch wenn die das nicht zwingend erwarten, aber kann sicherlich an der einen oder anderen Stelle etwas Hilfe durchaus hilfreich sein.